So voll war der Festsaal im Volksheim Fischermend schon lange nicht mehr. Rund 150 Senioren kamen und genossen ein paar festliche Nachmittagsstunden. Für die musikalische Untermalung sorgten Schüler der Musikschule Donauland. Haben Sie schon so eine prall gefüllte Pensionisten-Adventfeier erlebt? Heuer ist schon sehr viel los. Im vorigen Jahr war nicht so. Also bin schon sehr angenehm überrascht, dass so viele Leute erschienen sind. Wir haben eigentlich damit gerechnet, so wie jedes Jahr, dass ca. 100 Personen kommen. Aber wenn wir heute festgestellt haben, sind es glaube ich so 140 in etwa. Also sind viele neu dazugekommen. Wir wissen nie im Vorhinein, wie viel kommen und wie viel nicht. Das ist halt leider, das kann man nie voraussagen. Ich glaube, dass das von Jahr zu Jahr immer besser angenommen wird, dass die Leute da kommen, ein bisschen weihnachtliche Stimmung wird verbreitet und man sieht sie geselliger, es sehen sie viel Bekannte. Und ich glaube, das ist einfach das Zusammensitzen und die Gemütlichkeit. Ich habe gehört, Sie sind fast die Älteste im Bunde. 96 Jahre. Ich bin zufrieden. Freue mich über jeden neuen Tag. Von früh bis spät. Ans Christkind glauben Sie nicht mehr, oder? Ans Christkind? Aber ja. Alle Jahre wieder kommt das Christkind. Sie haben alle diese Sachen selber gebastelt? Ich mache das eigentlich im Sommer, wenn es hier oben heiß ist, mache ich das im Sommer im Keller schon und tue das alles im Keller hinstellen. Wie ich so eine Figur sehe, mache ich wieder was draus und so entstehen diese Sachen. Es gibt ein richtiges Programm draußen, es ist eine Weihnachtsausstellung. Wir kriegen Besuch von der Musikschule Donauland unter der Leitung von Herrn Magister Dr. Strobel. Und die Kinder werden für uns also weihnachtlich ein bisschen eine weihnachtliche Stimmung hereinbringen. Nachdem es eine Adventfeier ist, nehmen wir natürlich weihnachtliche Stücke, aber nicht nur. Ein bisschen was fürs Gemüt und was fürs Ohr soll dabei sein. Und gleichzeitig sollen natürlich auch die Kinder die Gelegenheit haben, dass sie einen schönen Auftritt haben in einem schönen Rahmen. Seid ihr schon nervös? Ja. Ja. Ich? Habt ihr noch nicht geübt? Oh ja. Oh ja. Dann braucht ihr nicht nervös sein. Naja, trotzdem.